Einen schönen guten Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Ja, es ist etwas Blödes passiert. Ich kann das Päckchen nicht mit euch zusammen suchen und abmachen. Die Nummer 5 war hier. Ja, Speicherkartenfehler. Soll heißen, alle Daten weg. Ich habe es probiert, mit einem Recovery-Programm wieder rauszuholen. Der hat meine Karte nicht erkannt, also neu formatieren, neuer Versuch. Ich hoffe mal, dass die Videos, die ich jetzt mache, nicht auch noch weg sind. Gut, dann gehe ich mal rüber. Ja, das fängt natürlich schon super an. Eben ist mir beinahe wieder die Kamera vom Stativ gefallen. Na, wie die Aufnahme denn wird. Ja, hoffentlich passiert mir das nicht noch einmal, das mit diesem Speicherkartenfehler, weil das ist ja dann echt, wenn ich jetzt hier Laber packe, das mach mal eine Themenbesprechung, baue das Modell zusammen und dann ist auf einmal die Videodatei weg. Das fände ich schade irgendwie. Dann schauen wir nach. Ein Passagierflugzeug und zwar, nee, oh, das ist mal was ganz anderes. Ein Eurofighter. Cool. Diesmal haben wir eine blaue Verpackung, genau. Also anstatt einer pinken Verpackung haben wir eine blaue Verpackung und die Anleitung findet sich diesmal auf der Rückseite. Die kann ich dann schön einfach hier hinstellen. Prima. Jo, wie fange ich hier mal an? Heutiges Thema kommt von Tiger 98. Der hat mich gefragt, wie ich denn auf den Namen Zombie gekommen bin. Das ist eigentlich recht schnell erklärt. Das war ein Spitzname, den man mir mal gegeben hat. Und den habe ich ganz einfach für meinen YouTube-Kanal übernommen. Wie jetzt wer oder wie und warum mir dieser Spitzname gegeben wurde, das verrate ich euch nicht, weil das ist eine persönliche Sache. Aber ich finde, es ist ein sehr, wie sagt man, eingehender Name. Also es fällt schon auf, Zombie. Ich finde das auch ein lustiger Name. Also Tiger, deine Frage damit beantwortet. Kurz und bündig. Dann hat der Plastikmodellbauer, der unheimlich viel Themen vorschlägt, das ist super, ich finde das super von dir, hat gefragt, ob ich eine Lieblingsfirma oder ein Lieblingsmodell habe. Ups. Also ich bin mit Revell aufgewachsen, deswegen baue ich auch hauptsächlich Revell. Auch mein Modellbauladen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, bietet hauptsächlich Revell an. Ich möchte aber versuchen, von jedem Hersteller, den es gibt, einmal ein Modell zu bauen. Nun gibt es da sehr viele Hersteller. Also ich wundere mich immer, es passiert immer wieder, dass ich irgendeinen Hersteller entdecke, den ich noch nicht gekannt habe. Passt nicht. Warum nicht? Da. Also wie das hier kleine Kinder hinkriegen sollen, ne, wenn ich da mit voller Kraft drücken muss, dass das zusammenpasst. Keine Ahnung. Ja, so gesehen gibt es eigentlich keinen Lieblingshersteller, den ich habe. Also, ja, was ich schon herausgefunden habe, es gibt keinen, der perfekt ist von der Passgenauigkeit und von der Verarbeitung her, meine ich zumindest. Also ich habe noch keinen entdeckt und die ich mal gefragt habe, die schon mehrere Hersteller ausprobiert haben, die haben mir das bestätigt. Also einen, der in allen Belangen gut ist, den gibt es nicht. Wie gesagt, ich werde versuchen, möglichst von jedem was zu bauen. Ich habe jetzt von Academy, glaube ich, noch einen Bausatz. PM-Model habe ich schon gebaut.
Was denn noch? Dragon, glaube ich, habe ich noch im Bausatz. Und die werde ich dann so nach und nach abarbeiten. Weil mich interessiert das immer, wie die aufgebaut sind, von der Anleitung her und so. Dann war noch die Frage, ob ich ein Lieblingsmodell habe. Ein Lieblingsmodell, was ich gerne bauen würde, oder ein Lieblingsfahrzeug oder so. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Von denen, die ich bis jetzt gebaut habe, habe ich definitiv ein Lieblingsmodell, und zwar ist das die Corsair. Das war nämlich das erste Modell, was ich nach vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder gebaut habe. Und dafür, dass ich eigentlich aus der Übung war, beziehungsweise ich war ja nie in der Übung drin, ist mir das doch recht gut gelungen. Video davon findet ihr bei mir auf dem Kanal. Ein kleines 360-Grad-Video. Ja. Da wäre das Thema ja eigentlich schon abgehandelt, ne? Also ich hab keinen Lieblingshersteller in dem Sinne. Gibt es nicht bei mir. Jeder ist mehr oder weniger gut. PM-Model ist zum Beispiel so, dass die wirklich grausame Modelle bauen. Also von der Verarbeitung her. Allerdings auch schön ausgefallen, ne? Die sonst keiner baut. Ey, wie soll man das dann hier dran kriegen, Mensch? Ach Leute, sorry, tut mir leid, ich habe heute irgendwie nicht so den tollen Tag. Ich war eben beim Arzt, gibt es ein paar schlechte Nachrichten, aber das soll euch nicht interessieren. Ihr braucht auch gar nicht nachzufragen, was da ist. Deswegen bin ich heute ein bisschen durcheinander und nervös, und ich mache jetzt mal die Dinger dran, sonst fuddel ich hier noch 10 Minuten, damit das Video wieder zu lang. Sekunde bitte. So, ich habe jetzt hier mal die Löcher ordentlich aufgeschnitzt. Erste Rakete passt schon. Gucken, ob die zweite jetzt passt. Ich dann mit meinen Wostfingern das auch da reingefuddelt krieg. Ja. Das sitzt schon mal. Und jetzt hier die. Sitzt auch. Zum Glück habe ich nicht zu viel abgenommen, nicht dass die Dinger jetzt wieder da rausplumsen. Was haben wir denn noch irgendwas? Sekunde, ich mach da gerade mal hier rein. Guck ich mal auf meinen Themenzettel. Ich habe nämlich schon einen ganzen Zettel voll mit Themen. Ob ich noch was ganz Kurzes habe. XDLP hat noch ein schönes Thema vorgeschlagen, du kommst auch noch dran, aber das möchte ich mir noch ein bisschen aufheben. Den haben wir noch. Den haben wir schon. Ja, auch vom Plastikmodellbauer. Er hat gefragt, ist seit 2014 ja so viele neue Modellbaukanäle gibt. Also ich kann das jetzt nur sagen, ich habe meinen Kanal seit dem September 2013 und wusste gar nicht, dass es überhaupt so viele Modellbaukanäle gibt, und es sind wirklich einige dazu gekommen. Ich finde es cool, die Community wächst, und es hält schon wieder nicht. Ja, vielleicht die anderen erstmal. Und umso mehr wir sind, desto mehr haben wir natürlich auch an Videos zu gucken, und desto mehr haben wir auch können wir uns untereinander auch austauschen. Sprich, wenn irgendjemand eine Frage hat, irgendeine Lösung zu einem Problem sucht und sieht bei jemandem, der hat das so und so gelöst,
Dann kann man fragen, kann man sich Tipps holen. Ich habe ja mein Privatproblemlösungs-Dings, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, den André. Der hat mir gestern wieder super geholfen. Da habe ich den mal angerufen und da hat er mir ein paar Tipps gegeben. Das fand ich super. Ja, und deswegen ist das schön, wenn man dann wieder einen neuen Kanal entdeckt. Es gibt im englischsprachigen Bereich, also so Amerika vor allen Dingen, da gibt es extrem viele Kanäle. Die sind auch von der Abonnentenzahl etwas höher, weil ist klar, die erreichen natürlich viel mehr Leute. Und da gucke ich gerne, wo gucke ich denn? QVC ist sowieso der geilste. Alex Modeling, Dirk Pitt gucke ich. Der Russell Goslin natürlich jetzt mit seinem Group-Bild. Rebels on Cloud 9. Ich klebe die Dinger jetzt an. So, fertig. Einen schönen Eurofighter. Nicht das Bild? Ja. Mit ordentlich Bewaffnung drunter. Ja. Schön. Habe ich mal was anderes außer ein Passagierflugzeug. Ja, und sorry Leute, tut mir echt leid, dass dieses Video vielleicht nicht ganz so lustig war und unterhaltsam, aber es ist ja so, wenn man jeden Tag ein Video macht, dann kann man auch schon mal einen schlechten Tag erwarten. Ich kann ja nun mal bei einem Adventskalender nicht einen Tag aussetzen. Ist ja dann doof, wenn nicht das Türchen auch an dem entsprechenden Tag kommt. Montag müssen wir mal gucken, wie das dann läuft. Kann sein, dass das Video dann etwas später kommt, weil da werde ich halt untersucht und es läuft halt auf eine Operation drauf hinaus, sehr wahrscheinlich. Nichts Tragisches, aber auch nichts Schönes. Wir werden sehen. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, Abend. Wie gesagt, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns morgen dann beim Nikolaustürchen. Bis dahin. Tschüss.